Plus-Reportage, Top-Argumente fürs Gendern. Ich weiß nicht, warum Kuchen.tv momentan so im Gender-Wahn drin steckt. Auf jeden Fall kriege ich so langsam Aggression, wenn ich noch mehr solches Gender-Zeug sehe. Dann werde ich Kuchen.tv bald deabonnieren. Da kriege ich doch hier die Kotze. Warum, jetzt mal ohne Scheiß, warum macht denn der hier so viele Gender-Sachen? Okay, Leute, jetzt schreibt mal bitte rein, findet ihr Gendern gut oder findet ihr Gendern nicht so nice? Ja, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Ich hasse Gendern gut, unnötig, unnötig, kritisch. Gut, wenn es einheitlich ist. Weder noch. An sich nicht schlechtes, nervt auf Dauer, aber in manchen Situationen ist es okay, aber oft auch unnötig. Useless. Ich bin Baukarters Ansicht, in manchen Situationen ist es okay, aber auch unnötig. Aber oft auch unnötig. Also, da, ja, das stimmt schon, ja. Bei manchen Sachen frage ich mich, warum die da noch gendern. Aber gut, solange es eine Bürgermeisterin gibt, eigentlich müsste ja Bürgermeister heißen, oder Bürgermeisterin müsste ja heißen, Bürgermeisterin. Ja, stimmt, so muss es dann heißen. 2004 wurde auch erstmal das Wort Bundeskanzlerin den Duden aufgenommen. Ich meine, man kann ja von mir aus das ein oder andere gendern. Das sage ich jetzt auch nicht. Oder auch Gleichberechtigung ist ja so oder so wichtig. Wer regt sich denn darüber oder wer fühlt sich denn da nicht angesprochen, wenn jetzt in der Schule gesagt wird, ja, liebe Schüler, das und das ist passiert. Als ob sich da die Mädchen nicht angesprochen fühlen. Als ob sich da nur die Jungs angesprochen fühlen. Das ist halt so, ja, schon übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Öffentlich-rechtlichen bzw. Pulsreportagen haben ja, wir wieder schon, ein Video über das Gendern hochgeladen, wo ich natürlich direkt reinhalte. Dieses Mal geht es um Gendern, eure Top 3 Argumente dagegen. Das Ganze kam auf jeden Fall schon super gut an, wie man an der Bewertung sehen kann. Am Anfang erzählen sie erstmal eine Geschichte, die geht so eine halbe Minute. Ich erkläre euch das einfach mal kurz, weil ich kann jetzt das aber nicht. Ich muss jetzt mal ganz kurz. Guck mal hier, das hier ist Feminismus, ja? Was haben wir noch? Das hier, Gender. Hier haben wir wieder Sexismus. Hier haben wir Rassismus. Na gut, ist auch eine wichtige Sache. Hier ist Manspreading. Hier, Feminismus ist hier auch nochmal mit dabei. Also es kommt schon ziemlich oft dieses Thema mit vor, ne? Muss man schon sagen. Vater macht mit Sohn einen Ausflug, werden in der Hütte zugeschneit, Sohn geht alleine los Hilfe holen, bricht sich das Bein, muss operiert werden. Angekommen im Krankenhaus, sagt dann ein Chirurg im OP, oh Gott, ich kann den nicht operieren, das ist mein Sohn. Wie kann das sein? Das möchte ich von euch wissen. Ja, wie kann das sein? Naja, so ist das halt, wenn man die deutsche Sprache halt nicht versteht. Die Antwort ist nämlich, der Chirurg ist die Mutter, nicht der Vater. Damit wollen sie natürlich zeigen, dass das generische Maskulinum einfach nicht so gut ist, weil es dann eben zu solchen Turbulenzen kommen kann. Die guten alten Turbulenzen in der Rechtschreibung. Die Leute geben natürlich auch genauso wie Puls das möchte folgende Antworten mit. Vielleicht hat der Vater es doch rausgeschafft, irgendwie. Ja, gute Antwort. Der Vater hat es rausgeschafft. Aber anstatt sich um seinen Sohn zu kümmern, hat er sich gedacht, so. Jetzt erstmal zur Arbeit. Das Ding ist halt einfach, dass das generische Maskulinum hier halt komplett falsch benutzt worden ist. Das Problem. Ich muss aber jetzt mal sagen, mit diesem Operieren oder so, was der Arzt konnte nicht oder die Ärztin konnte nicht den eigenen Sohn operieren oder wie. Aber wer will denn bitte seinen eigenen Sohn operieren? Also das würde ich auch nicht mal wollen, weil ich stell dir mal vor, ich mache einen Fehler, da bin ich dran schuld, dass mein Sohn gestorben ist. Das ist ja noch schlimmer, als wenn das durch einen Fehler von einem anderen Arzt passiert. Also ich finde es gut, dass er in letzter Zeit mehr anspricht. Momentan gibt es leider sehr viele falsche Aussagen vom Funkkanälen oder Leute. Ja, sage, nee, ich bin ja auch... Ich bin auch dafür, finde ich auch gut, dass er das macht. Aber mir fällt es nur in letzter Zeit auf. Weil jedes Mal kriege ich hier geistige Schäden, wenn ich hier irgendwelche... Wenn ich das thematisiere und dann wird hier wieder ein Chat reingeschrieben. Warum sagst du mir jetzt, was dazu? Du hast gar keine Ahnung. Da kriege ich aber Aggression, ja? Problem ist halt, dass die Fragestellung einfach nicht richtig gewesen ist. Das generische Maskulinum benutzt man, wenn man eine Gruppe anspricht. Also zum Beispiel die Schüler. Das Ganze wird natürlich nicht gemacht, wenn es um einen einzigen Chirurg geht. Dann benutzt man natürlich die geschlechterspezifische Formulierung des Wortes, da es ansonsten halt wie in diesem Beispiel zu solchen Problemen kommen kann. Das heißt, hier sagt man nicht eine der Chirurgen, sondern die Chirurgin, weil eine Person explizit angesprochen wird. Das heißt, dieses Problem, was sie hier erfinden, existiert in der deutschen Sprache einfach gar nicht. Diese Geschichte gibt es natürlich in sehr, sehr vielen Variationen und eigentlich steht da immer sowas wie eine Person aus dem Chirurgenteam, weil das natürlich neutral ist und man dann die Frage stellen kann. Aber hier muss man auch generell sagen, selbst wenn es jetzt Probleme damit gibt. Ich meine, wir haben hier so Wörter wie umfahren. Das Gegenteil von umfahren ist einfach umfahren. Ich glaube, es gibt nicht eine Sprache auf der Welt, bei der bei bestimmten Formulierungen irgendwie zwei Sachen gemeint sein können. Also auch hier wieder die deutsche Sprache nicht verstanden und das soll jetzt ein Argument fürs Gendern sein. Beim Lesen spricht man dafür eine Mini-Pause. Also, ey, ich danke euch wirklich. Also erstmal klingt das Ganze ganz schön bescheuert, aber die Geschichte kann man doch halt quasi dann noch einfach umdrehen, wenn man gendert oder nicht. Nehmen wir mal an, die Mutter ist mit ihrem Sohn im Urlaub. Der Sohn haut ab, bricht sich das Bein, kommt ins Krankenhaus und eine Chirurgin will ihn nicht operieren. Wenn die Pause nicht lang
bzw. nicht ersichtlich genug ist, dann kann man doch hier ebenfalls davon ausgehen, dass es sich wieder um die Mutter handelt, weil man halt die weibliche Form benutzt hat. Hier wäre zum Beispiel tatsächlich das Experiment spannend, ob sie bei Chirurg In tatsächlich das Rätsel direkt lösen. Ich kann mir zumindest vorstellen, Luca, dass auch hier einige sagen würden, hä, hat er jetzt zwei Mütter oder was? What you doing, stepmother? Das geht allerdings offensichtlich nicht allen so, wenn man sich da so einige Kommentare durchliest. Hört doch. Sorry, aber schön, das ist Käse. Hört auf mit dieser Gender-Scheiße. Haben die keine anderen Sorgen? Ich bin irgendwie nicht offen für dieses Thema, ganz schwierig. Hört auf mit dieser Gender-Scheiße. Jetzt zeigen sie einige negative Kommentare. Was mir hier wieder auffällt, ist, dass sie halt nur ein bis drei Zeiler zeigen, die halt nicht wirkliche Aussagekraft haben. Ich habe einfach mal unter den Kommentaren... Ich verstehe auch nicht, warum die manches zensiert haben und manches unzensiert haben. Also hier ist ein Bild zensiert, hier ist es wieder unzensiert. Hier sind aber die Namen zensiert. Nennen sie es doch gar nicht zensieren brauchen. Drei Zeiler zeigen, die halt nicht wirkliche Aussagekraft haben. Hier passt schon, ja. Ich habe einfach mal unter den Kommentaren von einigen Puls-Videos, zum Beispiel unter der Geschlechtergerechtigkeit, geschaut, was da die Leute so kommentiert haben. Und komischerweise habe ich halt sehr viele Kommentare gefunden, die relativ lang gewesen sind und die wirklich sachlich versucht haben, gegen das Gendern zu argumentieren. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, warum versucht ihr nicht mal auf solche Argumente einzugehen, die halt wirklich auch versuchen zu argumentieren, sondern ihr es in eurem Video so darstellt, als wären die Leute, die gegen das Gendern sind, halt irgendwelche Leute, die nur sowas sagen wie Gendern ist Schwachsinn, womit ihr natürlich direkt die Meinung vorgibt, dass Leute, die gegen das Gendern sind, halt nicht mal Gründe dafür haben. Das ist nämlich grundsätzlich das, was ich ja schon länger bei den Öffentlich-Rechtlichen kritisiere. Ja. Es kommt einfach so rüber, als wolle man gar nicht vernünftig mit den Kritikern argumentieren, sondern einfach nur seine eigene Ideologie nach vorne bringen, indem man halt nur die Gegenargumente rauspickt, die man auch ohne Probleme gegenargumentieren kann. Der Grund, warum Puls zum Beispiel gendert, ist nämlich folgender. Und deshalb haben wir uns bei Puls ganz bewusst fürs Gendern entschieden, weil wir Rollenklischees aufbrechen wollen, weil wir Frauen und diverse Menschen sichtbar machen wollen. Grundsätzlich eine gute Sache, alle Menschen mit einbeziehen zu wollen. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich persönlich bin halt auch für das Gendern, auch wenn das in meinen Videos halt nicht so rüberkommt. Wir sollten uns Gedanken über unsere Sprache machen und schauen, wie wir sie fairer gestalten können. Ja, aber mit dem Sternchen und den Innen dahinter, da kriege ich, also wirklich... Gibt es nicht andere Wege zu gendern? Muss das immer mit einem Innen hinten dran sein? Mit einem Sternchen sieht doch scheiße aus. Das macht doch jedes Wort kaputt irgendwie. Das sind ja gute Anhaltspunkte. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass ein Gender-Sternchen einfach überhaupt nicht die richtige Wahl ist und auch jetzt einfach so loszugendern ebenfalls sehr gefährlich sein kann. Und warum, das sagen sie halt quasi schon im nächsten Satz. Bei Puls gendern wir mit Sternchen. Das Sternchen steht für Menschen, die weder ausschließlich männlich noch weiblich sind. Wir machen es so. Da fängt das Ganze nämlich schon an. Die Sprache sollte einheitlich sein. Sprache ist nichts, was jeder einfach für sich anders interpretiert und auslebt. Und das ist schon mal ein Kritikpunkt. Denn Puls zum Beispiel, beziehungsweise die Öffentlich-Rechtlichen, benutzen das Gender-Sternchen. Die Braunschweiger Zeitung zum Beispiel benutzt einfach einen Doppelpunkt. Warum auch immer. Ich habe auch schon gesehen, dass das Innen einfach groß geschrieben wird, also das I, oder dass man so einen Unterstrich benutzt. Ich habe auch einmal... Egal wie es ist, es sieht alles scheiße aus. Ich habe schon mal einfach ein Leerzeichen gesehen. Es gibt halt überhaupt keine grammatikalischen Regeln dafür, wie man das Ganze umzusetzen hat. Auch was gegendert wird, weiß man halt einfach gar nicht. Einer meiner Zuschauer hat Puls nämlich angeschrieben und hat denen gesagt, dass das Wort Follower ja nicht gegendert werden kann, weil es ein englisches Wort ist. Und das ist absolut richtig, denn gegendert werden eigentlich nur Wörter des generischen Maskulinums, also die in der Mehrzahl nur die männliche Form wiedergeben, wie halt Schüler. Follower ist aber kein generisch maskulines Wort, weil es aus dem Englischen kommt und da gibt es das gar nicht. Deren Argument, warum sie das gendern, ist, weil es ja einen Artikel davor gibt. Wir dachten, Follower ist Chinesisch. Bei uns werden auch Wörter gegendert, die aus einer anderen Sprache entnommen sind. Denn sie bekommen ja auch einen weiblich-männlichen Artikel im Deutschen, den es im Englischen nicht gibt. Was ist das denn für ein dämlicher Punkt? Also sollen wir jetzt auch die PflanzInnen gendern? Und das Auto innen und der Mann innen. Also was ist das schon wieder für ein komisches Argument? Sprache muss einheitlich sein. Wenn jeder seinen eigenen Film fährt und irgendetwas verändert, dann ist Sprache nicht mehr einheitlich. Und das sollten wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen sollten halt nicht irgendwelche Leute einfach ihren eigenen Weg fahren. Und deswegen finde ich es nicht gut, dass momentan gegendert wird. Die Öffentlich-Rechtlichen können sich das natürlich einfach erlauben. Denn da ist die Ideologie ja klar. Gendern ist super und Männer sind meistens doof. Sieht man ja an deren Berichterstattung. Und nur weil ihr halt so eine Riesenreichweite habt und von jedem Bürger gezwungenermaßen 17,50 Euro bekommt, könnt ihr nicht, nur weil ihr dann viel Reichweite und Geld habt, einfach euer eigenes Ding machen. Ich finde, so sollte das nicht funktionieren. Dazu auch, das schließt alle Menschen mit ein. Hierbei geht es nicht um das Biologische, sondern quasi um das gefühlte Gender. Also nicht Mann und Frau, biologisch gesehen, sondern als was man sich halt fühlt. Und das ist eine Sache, die ich sowieso nicht verstehe. Die meisten dieser Personen können sich einfach mit den Geschlechterrollen nicht identifizieren, sehen sich also deswegen nicht als Mann oder Frau. Bro, ich bin auch... Also ich sehe mich persönlich
her als Frau. Mann, aber ich passe auch null in diese Geschlechterrolle. Ich bin weder stark noch der Oberhaupt meiner Familie oder schlage mich oder mache sonst viele Dinge, die männlich sind. Außer Bier trinken. Spaß, Alkohol ist gefährlich. Wenn ich mich schminken möchte, dann kann ich das als... Naja, also außer Bier trinken, ich würde das schon zustimmen. Aber er trinkt kein Bier, der trinkt eher dann das Hochprozentige. Und das ist halt hier das Problem bei Tim. Hier werden Sachen runtergespielt, obwohl er offensichtlich ein Alkoholproblem hat. Viele wissen das nicht, aber wenn ihr den kennen würdet, der hat ein ganz schweres Alkoholproblem. Das muss man einfach mal so sagen. Als Mann jetzt genauso machen wie eine Frau. Und wenn eine Frau Fußball spielen möchte, dann kann sie das genauso machen wie ein Mann. Was läuft bei diesen Personen bitte falsch? Dass sie sich zwanghaft mit irgendwelchen Rollen assoziieren müssen. Es ist doch vollkommen egal, was die Gesellschaft von einer Mann... Von einer Mann, sagt er. Also er sagt jetzt von einer Mann. Das ist doch aber einer Mann. Das ist doch eher dann doch das Weib... Also das verstehe ich jetzt nicht. Da muss ja Mann innen sagen, ja? Warum, du hast recht. Mann innen. Sternchen noch dahinter. Richtig gendern. Einer Mann. Das geht nicht. Oder einer Frau erwartet. Einer Mann innen. Verhalte dich doch einfach als Mensch so, wie du das für richtig hältst, ohne dass du davon ausgehst, dass das Geschlecht das wichtigste Gut ist, was ein Mensch hat. Das ist nämlich vollkommener Quatsch. Dein Charakter ist halt einfach viel, viel entscheidender. Nein. Vor allem wäre es auch eigentlich gerade für diese Leute sinnvoll, dass sie sich weiter als Mann und Frau bezeichnen und nicht irgendwie als genderfluid oder was ist dann... Was ist denn das? Das klingt wie Zahnpasta. Genderfluid. Was ist denn Fluid? Wie heißt das? Fluid. Irgendwas bei der Zahnpasta ist doch auch so ähnlich. Gibt es nicht bei Zahnpasta oder bei Fluorid? Genau. Fluorid. Hier haben wir es doch. Ja, wird schon wieder Zahnpasta mit Gender irgendwie gleichgesetzt. Das finde ich komisch. Ja, Fluorid. Ja. Fluorid ist chemisch. Und das meine ich. Hier wird Genderfluid. Was soll das sein? Fließend bewegt sich zwischen den Geschlechtern männlich, weiblich oder weiteren. Teils in wechselnder Ausformung oder veränderlich. Ja, das ist aber auch scheiße geschrieben, muss ich ehrlich sagen. Noch so gibt, denn damit würden sie ja zeigen, dass diese veralteten Geschlechterrollen... Genau. ZahnpastorInnen, bitte. ...in unserer Gesellschaft teilweise noch existent sind, los auf jetzt. Halt einfach veraltet und einfach keine Aussage mehr haben. Drin. Ein Mann kann feminin sein und eine Frau kann auch einfach männliche Züge haben, ohne dass das irgendwas mit dem Geschlecht zu tun hat. Man würde damit also viel, viel mehr erreichen, als dass man quasi die Geschlechter liegen lässt und sich einfach neue Sachen ausdenkt. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber so weit können die Leute eh nicht denken. Die Frage, die sich jetzt also stellt, ist, macht es überhaupt Sinn, diese Leute mit ansprechen zu müssen? Ja. Ich finde ganz klar, nein. Zu 99,9% ist jeder Mensch biologisch gesehen entweder ein Mann oder eine Frau. Das heißt, wenn ich beide schreibe... Aber ich kann ja auch als divers geboren sein. Finde ich jetzt... Also ich finde, Gleichberechtigung sollte ja schon da sein. Ich bin damals als divers geboren. Und jetzt macht ja kein Auge. Es ist so. Man kann beides haben. Ich war schon immer ein JungsInnen. Benutze auch ohne das Gendersternchen, sind da schon alle mit drin. Nur weil irgendwelche Leute ihren eigenen Weg fahren, heißt das nicht, dass man jetzt für jede neue Bezeichnung neues Zeichen braucht oder sonst irgendwas. Über alles klar, Bruder. Die Frage, die sich mir generell stellt, und da möchte ich wirklich gerne eine Antwort von Puls haben, warum überhaupt gerade das Gendersternchen? Wie ich schon gesagt habe, bin ich persönlich ja auch für das Gendern, aber die männliche und weibliche Bezeichnung, also sowas wie Schülerinnen und Schüler oder auch ein neutrales Wort wie die Lernenden, die Studierenden, finde ich halt deutlich besser, weil es noch jeder grammatikalischen Regel folgt und man sich nicht einfach irgendwas ausdenkt und sein eigenes Ding macht. Von mir aus können wir uns auch darauf einigen, dass wir ab jetzt einfach das generische Femininum benutzen. Also nur noch die Schülerin. Ja. Und da sind... Also das ist noch die einzige Lösung, wo ich sagen würde, okay, das klingt jetzt nicht komplett beschissen, aber mit diesem Sternchen innen gehe ich, also da gehe ich nicht mit. Das kommt auch nicht in meinen Kopf rein. Ehe ich da das Innen immer hinsetze. Das geht mir auf jeder Veranstaltung auf den Keks, wenn das schon angefangen wird mit liebe Schüler, liebe Schülerinnen, liebe Eltern, liebe Älterinnen, liebe Omas, liebe Omasinnen und so. Das ist sowas, weißt du, das nervt mich doch. Und dann einfach auch alle mit drin. Bin ich ehrlich, da kann von mir aus jetzt Levi, also Dude Select, kann von mir aus jetzt hier schreiben, wie er will. Das ist doch, was hat's dich zu interessieren? Sei doch einfach mal so. Sei einfach mal so, akzeptier das doch mal. Nee. Damit hätte ich halt auch überhaupt kein Problem. Dazu finde ich auch den Umgang der Öffentlichkeit mit dem Thema Gendern und auch generell, was Männer und Sexismus angeht, halt momentan nicht wirklich gut. Ich konnte ja in vielen Videos schon beweisen, dass sie halt ganz klar Männerhass propagieren und einfach Falschinformationen veröffentlichen. Dazu gendert halt jeder einfach von denen und versucht, einen das so richtig unter die Nase zu drücken, indem man zum Beispiel als Argument nimmt, dass Wikipedia halt doch jetzt bitte endlich anfangen soll zu gendern. Obwohl das halt einfach gar keinen Sinn macht. Schön, dass du da denkt bist. Ihr, wenn ihr das den Leuten halt quasi so vorwerft?
Gesellschaft die ganze Zeit Männerhass und sonstige Sachen propagiert, dass dann irgendwer Lust hat zu gendern oder sich ernsthaft mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ihr sorgt mit eurer Berichterstattung und auch mit diesem Video einfach wieder dafür, dass sich die Fronten einfach noch mehr verhärten und dass die Leute noch weniger Lust drauf haben zu gendern. Und wie gesagt, ist das grundsätzlich ein ultra spannendes Thema. Und ich persönlich bin ja auch fürs Gendern. Aber ich kann verstehen, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung da wahrscheinlich keinen Bock drauf hat, wenn man die ganze Zeit so vollgespammt wird. Was ich im Video auch nicht verstehe. Ja, ich verstehe das auch nicht. Warum? Ja, Mats Döbbelin, auch guter Einwand. Zucker. Warum heißt das Zucker und nicht Zuxi? Jetzt müssen wir natürlich jetzt gucken. Kann man das, oder was er? Warum heißt das Wasser und nicht Wassi? Das sind halt auch so Sachen, die, wo ich mich frage. Also hier muss ja auch ganz klar gegendert werden. Deutscher. Deutschsi. Deutscherinnen. Das sind halt alles so Sachen. Ich finde, man sollte dann wenigstens überall gendern. Nicht Döner, sondern Dönsi. Alles sowas. Messer. Messi. Ja, Messi. Wir haben hier die Beispiele. Warum machen wir das dann nicht wenigstens überall? Warum gendern wir da nicht wenigstens alle Wörter? Das ist dann halt immer schade. Das ist zum Beispiel das erste Thema. Gegenargument Nummer 1 gegenderte Sprache versteht doch kein Mensch. Dazu starte ich jetzt mal ein kleines Experiment auf der Straße. Ich bin ja selber in diesem Gender-Thema drin und das Argument, das kann man gar nicht verstehen, habe ich halt original noch nie gehört. Und auch in den Kommentaren, die sie am Anfang gezeigt haben, steht das halt nicht ein einziges Mal drin. Also warum soll das bitte ein Top-Argument sein? Wo kommt das bitte her? Wo ist eure Informationsquelle? Sie haben zwar auch Quellen in der Beschreibung angegeben, woher sie allerdings auf gerade diese drei Argumente gekommen sind, haben sie da nicht reingeschrieben. Auf jeden Fall versuchen sie den aufgestellten Strohmann jetzt natürlich wieder kaputt zu machen, indem sie ein kleines Experiment wagen. Und zwar zeigen sie den Leuten zwei Spielanleitungen. Eine gegenderte und eine nicht gegenderte. Die Leute sollen dann von 1 bis 3 bewerten, wie verständlich der Text gewesen ist. 6 Probanden bekommen den gegenderten Text und 6 halt den nicht gegenderten. Was mir grundsätzlich bei diesem Text auffällt, ist, dass der halt nicht mal richtig gegendert ist. Es müsste nämlich zum Beispiel goldgierige R-Dieb-In heißen. Und da unten auch Spielerin, muss natürlich auch eigentlich die Spielerinnen heißen, da es sich hier um den Plural handelt. Auch Scheinheiliger müsste eigentlich Scheinheiliger geschrieben werden. Das stimmt, ja. Weil es ja hier die Mehrzahl. Versuchen durch Karten. Ja. Suspekt der R. Puls hat dazu geschrieben, dass sie einfach genau den gleichen Text wie aus der wissenschaftlichen Arbeit genommen haben. Und ja, das kann ja auch sein, ist aber halt trotzdem einfach komplett falsch gegendert. Also herzlichen Glückwunsch. Ihr bezieht euch auf eine Studie, die nicht mal wissen, wie man gendern muss. Denn sowas wie goldgieriger Diebin macht natürlich grammatikalisch halt überhaupt keinen Sinn. Und das ist halt das, was ich meine. Es gibt einfach gar keine Regeln dafür. Jeder macht einfach sein eigenes Ding. Und dann soll man sich darüber Gedanken machen, ob Gendern gut ist oder nicht. Nein, das ist nicht gut. Oh, im Test kommt natürlich raus, dass die beiden Texte gleich verständlich sind. Wie gesagt, hat das einfach keine Aussagekraft, weil es nicht mal richtig gegendert ist. Aber es hat sowieso keiner behauptet, dass man das schlechter lesen kann. Also bei mir ist einfach so, ab dem Stern ignoriere ich den Rest einfach. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vor allem sagt eine Person zur nicht gegenderten Version Folgendes. Er ist jetzt nicht so einfach geschrieben, er mit ziemlich vielen, sag ich mal, schwierigen Begriffen. Bitte, was? Hier ist nochmal der Text. Erklärt mir bitte, welche Begriffe sollen hier auch nur minimal schwierig sein? Okay, welche Sachen sind schwierig? Naja, hier steht Gerissenheit, ja. Ohne Furcht, aber mit viel Adel stürzen sich bis zu 7 suspekte Protagonistinnen in den Wettstreit um die wertvollsten Bauwerke. Eine ordentliche Portion Gerissenheit ist gefragt, denn in jeder Runde schlüpfen die Spielerinnen in neue Rollen. Ein hinterhältiges Pokerface ist auch nicht von Nachteil, will man als goldgieriger Dieb bin. Als goldgieriger Diebin oder als scheinheiliger Predigerin. Möglichst gut, da musst du wenigstens hier noch so ein Strichchen machen, weißt du? Gut in die eigene Tasche wirtschaften, um mit den wertvollsten Bauwerken das meiste Gold zu scheffeln. Ziel des Spiels ist, die Spielerinnen versuchen durch Karten und mit Hilfe von Identitäten ihre Auslage in Form der Stadt schnell zu vergrößern. Mit der 8. ausliegenden Karte endet das Spiel und die Endwertung entscheidet über Gewinnerinnen und Verliererinnen. Okay. Ja, ist genau das, was ich unbedingt jetzt hier lesen wollte. Nicht sein. Also ich meine, hat mich persönlich jetzt auch irgendwo mitgenommen. Jetzt mal Real Talk. Ich meine, da ist nicht ein Wort, was man nicht kennt. Habt ihr die Leute bezahlt oder habt ihr einfach versucht, absichtlich solche Leute rauszufischen? Sie sagen dann auch selber, dass das halt gar keine Aussagekraft hat jetzt, wo ich mir die Frage stelle, warum sie das dann überhaupt gemacht haben. Es bringt ja halt einfach null, aber okay. Am Ende bleibt, irgendein Experiment ohne Aussagekraft wird jetzt einfach als Punkt für das Gendern genommen. Es hat ja aber, wie gesagt, sowieso nie jemand gesagt, dass das nicht verständlich ist, beziehungsweise kenne ich niemanden und sie haben auch niemanden gezeigt. Ich fühl's. Ja, okay, ihr habt euren Strohmann gegen argumentiert. Herzlichen Glückwunsch. Vor allem sagt er dann sowas. Der Vorwurf, gegenderte Sprache würde man nicht verstehen,
ist damit widerlegt, finde ich. Wie findest du? Ja. Was hat das denn bitte mit Finden zu tun? Wenn es wissenschaftliche Studien dazu gibt, dann hat das nichts mehr mit Finden zu tun. Das ist keine eigene Meinung mehr, die man hat, sondern das sind dann wissenschaftliche Fakten. Es ist dann so. Wahrscheinlich weiß er selber, dass das halt gar keine Aussagekraft hat. Und um sich ein kleines Hintertürchen aufzuhalten, falls doch... Ist halt schade, dass Tim halt gar nichts versteht über das Gendern. Ich glaube, ich muss ihn da doch noch mal ein bisschen was lehren. Ich merke einfach, Tim hat gar keine Ahnung, was er da erzählt. Ich bin ganz klar auch der Meinung, dass hier Puls ganz klar im Recht liegt und Tim hier menschlich gesehen großen Abfall labert, ja. Kommt, dass die Texte schlechter zu verstehen sind, mal lieber noch sagen, naja, ich habe ja nie gesagt, dass das so ist. Ich habe nur gesagt, ich finde. Das zweite Argument ist, dass Gender nichts bringt. Habe ich jetzt so ehrlich gesagt auch noch nicht gehört, aber gut, wir lassen es einfach mal so stehen. Sie machen jetzt wieder ein Experiment. Wir werden die Klasse trennen und die einen bekommen Berufsvorschläge, was sie mal werden wollen, nur mit männlichen Bezeichnungen und die anderen mit männlichen und weiblichen Bezeichnungen. An sich ein gutes Experiment. Was ich allerdings nicht ganz verstehe, während die den alten Clip zeigen, ist halt die ganze Zeit oben links eine Facecam von diesem Typen da. Er zeigt keine Reaktion, keine Emotionen, er sagt nichts, er guckt auch nie in die Kamera. Er guckt da wirklich nur stur auf das iPad oder Laptop oder was auch immer die da nutzen. Warum? Das trägt halt wirklich nicht zum Video bei. Das ist mir ungelogen auch erst beim dritten Mal gucken überhaupt aufgefallen. Sie kommen hier zum... Er muss einfach das Video dreimal gucken. Ich krieg Aggression. Könntest du mir nicht dreimal reinziehen. Ist das bei der gegenderten Version die Mädchen fast doppelt so oft auch Männerberufe genommen haben, die... Okay, aber der Einspieler ist jetzt gar nicht so scheiße. KuchenTV zeigt sich jetzt einfach selber. Bei der normalen Version. Allerdings ist das Experiment meiner Meinung nach halt ebenfalls komplett für die Tonne. Denn auf dem Blatt nutzen sie für eher männliche Berufe auch die männliche Schreibweise und für eher weibliche Berufe die weibliche. Also zum Beispiel Automechaniker, aber gleichzeitig Kosmetikerin. Das hat doch dann überhaupt keine Aussagekraft. Du gibst ja quasi schon geschlechterspezifische Berufe vor. Ist doch klar, dass die Jungs dann eher die männlichen Berufe nehmen und die weiblichen die Frauen. Was? Und die Mädchen die Frauenberufe. Warum bekommt die eine Gruppe nicht gegenderte Wörter und die andere nur das generische Maskulinum, also Astronaut, Mediziner, Kosmetiker und was es halt noch so gibt. Natürlich beeinflusst Sprache. Genau das machen sie hier ja gerade einfach. Beim Gendern geht es vor allem darum, ob das generische Maskulinum halt noch Sinn macht oder nicht. Um das Ganze zu überprüfen. Ich fühle Kuhns Humor zu 1000% Alpha, dann geh bitte aus meinem Stream, dann hat's keinen Sinn, Bruder. Dann ist das Ding vorbei. Also wer Tims Humor fühlt, ne, der... Also da habe ich mich auch schon immer gefragt, was ist mit den Leuten los? So, dann erzählt doch gleich, dass ihr irgendwie auf den Kopf gefallen seid. Wenn ich das sage, Quatsch, was macht er denn? Sollte man dann vielleicht aber auch das generische Maskulinum benutzen und nicht so ein 50-50-Ding und ein paar Wörter in der weiblichen Form schreiben und ein paar in der männlichen? Wird am Ende ja schon passen, oder nicht? Ein Mädchen sagt jetzt übrigens Folgendes. Ich glaube, dass die Frauen zu Hause kochen, weil... Frauen nicht so viel arbeiten und sich mehr um die Kinder kümmern und die Männer sind unterwegs und arbeiten. Ist natürlich... Ah, hat sie recht. So ist es. So ist es. Und so gehört sich das, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr habt es alle gehört. Eine sehr veraltete Denkweise und ja, da sollte man auf jeden Fall dran arbeiten, das aus den Köpfen der Leuten rauszubekommen. Der Typ. Ach so. Ach, das ist noch nicht mal positiv gemeint. Also jetzt aber, also jetzt habe ich noch ins Fettnäpfchen gedreht. Ja, jetzt ist es natürlich blöde jetzt gewesen. Der Pulsreportage sagt jetzt Folgendes. Ich finde, allein an diesen Aussagen siehst du schon, wie wichtig das ist, dass wir uns in unserer Gesellschaft über sowas Gedanken machen. Okay, also weil es noch ein veraltetes Weltbild in den Köpfen der Leuten gibt, sollen wir jetzt gendern. Weil das überhaupt nichts ändern oder was? Was möchtest du damit sagen? Das eine hat mit dem anderen doch halt wirklich überhaupt nichts zu tun. Der dritte Punkt von denen ist dann, dass Gendern diskriminiert. Also, dass es auch Frauen gibt, die sich darüber beschweren, dass es ja diskriminierend ist, wenn sie so hervorgehoben werden. Oh, und da reden sie halt mit einem Professor. Lustigerweise haben sie einfach seinen Beruf falsch geschrieben, denn er ist Sprachwissenschaftler und da steht Strafwissenschaftler. Finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Sehr gut. Diesen Punkt kann ich allerdings halt nicht so viel sagen, denn wie gesagt, bin ich ja an sich auch für das Gendern. Ich finde halt nur das Gender-Sternchen nicht so gut und der Typ argumentiert Lichy, auch danke dir. Fürs Gendern, nennt jetzt aber nicht explizit das Gender-Sternchen. Ich habe jetzt ja schon gezeigt, dass sie halt... Ich bin euch ehrlich, das Video von Tim ist bis hierhin extrem schlecht. Halt nicht mal richtig versuchen, dafür zu argumentieren, sondern sich einfach irgendwelche Punkte aus der Luft greifen. Und am Ende sagt der Typ halt Folgendes. Das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt sofort gendern müsst, aber einfach mal drüber nachdenken und drüber diskutieren, das fände ich wichtig. Damit könnt ihr auch jetzt gleich anfangen unter diesem Video. Ja, ihr wollt also, dass wir in den Kommentaren darüber diskutieren. Und wenn es Leute gibt, die tatsächlich vielleicht valide Punkte dazu gebracht haben, werden die halt einfach ignoriert und ihr zeigt so Leute wie Gendern ist Schwachsinn. Also dann fangt doch selber erstmal an, eine vernünftige Diskussion zu dem Thema zu führen, bevor ihr uns dazu auffordert, das Gleiche zu tun. Was soll ich dazu sagen? Ich finde das Video halt wirklich einfach nicht gut. Wie gesagt, bin ich pro Gendern. Aber dass hier jeder einfach sein eigenes Ding macht und man vor allem das Gender-Sternchen so feiert, warum auch immer, kann ich ehrlich
ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Dieses Video bringt meiner Meinung nach halt wirklich überhaupt nichts und hat auch null Aussagekraft. Hätte man sich halt meiner Meinung nach auf jeden Fall sparen können. Ja, dann ist aber auch Tim, ich muss auch sagen, er gönnt halt auch gar nicht. Ne? Die Leute vom Funk geben sich ja wirklich viel Mühe, die haben mir wirklich eine gute Arbeit geleistet. Dann kommt Tim und macht so ein Video, um das alles in den Dreck zu ziehen. Da merkt man einfach, wie nichtsgönnerisch Tim ist. Es gibt jetzt einen Daumen nach unten, nur halt verkehrt herum. Aber völlig, völlig zu Recht da. Gehen, ne?